Друзья, привет! Я Альбина, я блогер все еще. А я Лейла, я тоже все еще блогерша. Сегодня 3 августа, и мы... фестивали. Classic Open Air. Сегодня прозвучат знаменитые мелодии из кинофильмов, так что... Не переключайтесь. Пошли, пошли, пошли. Вы только посмотрите, сколько собралось любителей классики. И так с 2000 года, когда Нюрнберг отпраздновал свое 950-летие. И такие концерты под открытым небом стали продолжением традиции. Вот так, друзья, на свежем воздухе под открытым небом в парке Луитпольдхаг проводят концерты два знаменитых оркестра. Филармонический оркестр Нюрнберга и симфонический оркестр Нюрнберга. И в этот раз мы хорошенько подготовились, пришли за 2 часа, заняли место, постелили коврик и ждем с нетерпением. А какой романтический сюрприз нас ждал впереди? Мне особенно запомнилась мелодия из знаменитого фильма «Титаника». В этот момент атмосфера стала по-настоящему романтичной. Над толпой загорелись бенгальские огни, и весь парк озарился мягким светом. Казалось, что огни танцуют в унисон с музыкой, создавая магическое настроение. Не обошлось и без зажигательных моментов. Немцы активно пели и танцевали под произведения Рихарда Вагнера, известного своими мощными эмоциональными композициями. Это было удивительное зрелище, ведь как классическая музыка может так вдохновить людей на танцы и пение. Однако настоящей кульминацией вечера стал «Вальс цветов» Чайковского. Эта мелодия буквально заворожила всех присутствующих. Наступила полная тишина. Никто не хотел упустить ни одной ноты. Было ощущение, что сама природа замерла, чтобы насладиться этой прекрасной музыкой. В целом, концерт Classic Open Air стал настоящим праздником для всех ценителей классической музыки. Это было незабываемое событие, которое подарило массу эмоций и впечатлений. Ну что мне вам говорить? Все увидите сами.
Deutsche nennen, das heißt Rachmaninow. Wer kennt nicht von Rachmaninow das zweite Klavierkonzert, die Paganini-Variationen, sehr beliebt im Konzertsaal? Aber es gibt auch Symphonien von Rachmaninow. Seine erste Symphonie hat zu einer großen Krise gehört. Und denn er hat sie damals aufgeführt und die Russen haben sie überhaupt nicht angenommen. Er musste zum Therapeuten, zum Psychologen und der hat ihn mit Hypnose so weit gebracht, dass Rachmaninow tatsächlich wieder komponieren konnte. Er konnte dann danach sein zweites Klavierkonzert schreiben. Und unser Motto lautet ja heute, alle Wege führen nach Hollywood, so auch Rachmaninow. Rachmaninow floh 1917 vor der Oktoberrevolution in Russland und kam nach Hollywood, hat dort in Beverly Hills seinen Lebensabend verbracht. Aber nicht immer führten seine Wege nach Hollywood oder nach Russland, sondern vor allem auch nach Dresden. Das habe ich persönlich überhaupt nicht gewusst. In Dresden hat er 3 Winter verbracht, hat dort sogar eine Wohnung gekauft, die erst 1990 aufgelöst wurde. Eigentümer Rachmaninow. Und er hat dort in Dresden sich inspirieren lassen von der Semperoper, von allen möglichen Schönheiten zu seiner zweiten Symphonie. Und seine zweite Symphonie, meine Damen und Herren, der 4. Satz daraus, das ist vibrierende Intensität. Er muss glücklich gewesen sein damals, denn das, was sie jetzt an Schmettern, an Schwelgen, an Schönheit erleben, er greift nach den Sternen. Da gibt es so ein schönes Motiv, das dreht sich nach oben. Man möchte es gern öfter hören, ich glaube, es kommt 3-mal. Und dann dazu ein treibender Rhythmus, der ist die ganze Zeit da, auch in den sehr ruhigen Stellen, immer sehr unterschwellig. Rachmaninow vom Feinsten, ich sag's Ihnen, der 4. Satz aus der 2. Symphonie, vibrierende Intensität, die uns auf die Pause zutreibt. Und ich kann Ihnen nur sagen, schönes Erlebnis mit Rachmaninow, den Nürnberger Symphonikern und der Jonathan Darlington.
главное. Свечки даже, фонарики. Здесь везде вот такая вот атмосфера. Мы даем ее. Dass alles mittragen. Ja, wenn ich jetzt sage, die Welt ist aus den Fugen, dann werden Sie mir bestimmt recht geben. Aber ich will überhaupt nicht politisch werden oder irgendwie schlechte Stimmung machen. Es geht um die nächste Musik. Dort ist die Welt aus den Fugen, bei Leonard Bernstein. Candide, natürlich nach dem Roman von Voltaire. Und Candide, es ist eine ganz turbulente und schwierige Materie. Es ist ein
я пою. Я пою. Thank you.
Becker und der Birne von Darlington. Vielen Dank. So ein grandioser Abend. Vielen Dank. Noch 30 Sekunden. Ich muss Ihnen noch was sagen. Ich komme aus dem Saarland, so aus dem Westen. Wissen Sie, was man hier sagt im Saarland? Man sagt, die Nürnberger, die holen nach einem Classic Open Air ihren Müll mit nach Hause. Und man sagt, die gehen über die Fluchtwege und dann ganz geordnet zu den Ausgängen raus. Und man sagt, die holen auf dem Nachhauseweg noch einen Vogelpin mit und eventuell noch ein Album von Martina Slewinskis. Und dann sagt man, die Nürnberger, die sagen sich mit einem freundlichen Lächeln Gute Nacht und kommen nächstes Jahr wieder. Eine Produktion des Projektbüros Kultur Nürnberg. Gute Nacht!